Also wenn ich der einzige Mensch hier bin, warum ist da eine Kerze? Meint ihr, ist er da runter? Da runter gehe, bin ich tot, oder? Ah, nee, nur ein epischer Ladebalken wieder. Donnelly did not pass through the caves. From here on in, his guidance, unreliable as it is, has gone from me. I understand now that it is between the two of us and whatever correspondence could be drawn from the wet rocks. So, nach dem Atmen zu urteilen, bin ich ein Mensch. Meine Taschenlampe ist kaputt. Und ich habe scheiß Glück gehabt, dass ich nicht auf einen dieser Steine hier gelandet bin. Wow. Also wer bis hierhin dran geblieben ist, hat jetzt auf jeden Fall einen Grund gehabt, das Video zu gucken, ey. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, wer diese Welt erschaffen hat in dem Sinne. Ich meine, es war der Grafikdesigner von Mirror's Edge, bin mir aber nicht ganz sicher. Weil der hat ganze Arbeit geleistet. Boah, schaut euch das an, diese Farben. Das ist wie in einer Grafikdemo zu laufen. Vielleicht sollte ich das mal meinem Kollegen hier, Michi, mal zeigen. They'd stop the traffic back as far as the Sanford Junction and come up the hard shoulder like radio signals from another star. It took 21 minutes for them to arrive. I watched Paul time it to the second on his watch. Oh, das Wasser. Und wer hat das alles an die Wände gemalt? Warum? Was soll das sein? Ist das etwa das Motiv, warum ich hier bin? Vielleicht war ich das. Wer weiß das schon. Oh, ich will dahin, ich will dahin. Geil, geil, geil. Guckt euch dieses Ding an. Wie episch ist das denn? Krasser Scheiß. Muss ich da jetzt runter? Ich glaube, ne? Boah, ich will nochmal. Rainbow out of my mouth and my eyes. Das ist ja mal so geil. Moment, Entschuldigung. Select Frame-Einbruch hier, das verwundert mich. So. Das ist wie ein interaktives Buch, in dem meine Fantasien zum Leben erwecken quasi. Ich kann es so beschreiben. Also oh, oh. Ich kann mal runterfallen. Das wird normal. Hier ist das Blut oder Farbe. Das jetzt so, ne? So.
bin jetzt mal ein bisschen ruhiger. Weil ich will diese Atmosphäre, die diese Höhle ausstrahlt, jetzt eigentlich nicht zerstören durch meine kaputte Stimme hier. Krasser Scheiß. I am traveling through my own body, following the line of infection from the shattered femur towards the heart. I swallow fistfuls of painkillers to stay lucid. In my delirium, I see the twin lights of the moon and the aerial shining to me through the rocks. Kein Plan, wo ich hin muss. Vielleicht über die Brücke doch lieber. Mit offenem Mund. Das Skyrim ist ja schon landschaftlich gar nicht so scheiße. Und keine Ahnung, mit welchem Spiel man das vergleichen könnte. Grafisch. Ich weiß es auf gar keinen Fall. Ich weiß es, ist nicht so handdetailliert gebaut. Das ist ja irgendwie nicht so. Aber das hier ist echt grafisch, also Detailreichtum und aufbaumäßig und sowas richtig geil, wenn ihr euch das im Rollenspiel vorstellt. Solche Höhe. Solche einzigartigen Höhen. This cannot be the shaft they threw the goats into. It cannot be the landfill where the parts of your life that would not burn ended up. It cannot be the chimney that delivered you to the skies. It cannot be the place where you rained back down again to fertilize the soil and make small flowers in the rocks. Ob der Ort wohl nachgebaut ist? Das in echt. Ein Ort ist, der existiert. Da würde ich so gerne hin. Damaskus ist Tava. K-Hold. Boah. Kann man dort doch ein bisschen. Away from being a quay, away from being a guy. Was ist das? Ich habe so gebannt auf die Landschaft geguckt, dass ich gar nicht teilweise mitbekommen habe, was der Erzähler erzählt hat. Das jetzt noch so richtig schön warmes Wasser wäre. Würde ich wahrscheinlich auch nicht eintauchen, aber weiß ich nicht. Bin nicht so der Fan von Naturtauchen. Aber hier würde ich es vielleicht sogar tun. Wow, nee.
Fresse nicht verstehen sogar. Ist es das, was mit mir vielleicht passiert ist? Autounfall, ins Wasser gefallen, tot, jetzt hier auferstehen ist gut. Wie soll ich das interpretieren? Wenn wir in der Schule mal sowas bekommen hätten, ne, zum Interpretieren, hätte ich viel mehr drauf gehabt. Nee, in der Schule mussten wir damals, damals ist gut, so lange ist jetzt bei mir auch noch nicht hier. Was haben wir da gelesen? Effi Briest und so. Vielleicht waren hier ja schon mal mehrere Menschen. Leute. People. Oh, schön der Mond. I sat here and watched two jets carve parallel white line into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Vielleicht auch nochmal. I returned home with a pocket full of stolen ash. Half of it fell out of my coat and vanished into the car's upholstery, but the rest I carefully stowed away in a box I kept in a drawer by the side of my bed. It was never intended as a meaningful act, but over the years it became a kind of talisman. I'd sit still, quite still for hours, just holding the diminishing powder in my palm and noting its smoothness. In time, we will all be worn down into granules, washed into the sea and dispersed. Sorry, da bin ich gerade irgendwie auf dem Desktop geflogen. Aber der letzte Satz war jetzt zum Glück schon ausgesprochen. Fast da.